Klingelsturm hier in Pokémon Karmesin. Team Star wird jetzt verprügelt. Mit meinen Pokémon. Wir sind nämlich bei Irsa, die Feuer, das Feuermitglied von Team Star. Und piep. Wir haben einen Eindringling, der durch pures Glück gegen eine der anderen Banden gewonnen hat und jetzt Edmund das aufnehmen will. Zeigen wir ihr, was Team Star wirklich drauf hat, machen wir sie fertig. Herrgott, Eindringlinge, du musst es schaffen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pummel zu besiegen, sonst rührt unser Boss nicht mal einen kleinen Finger. Okay, da habt ihr es gehört. 30 Pummel besiegen, unter 10 Minuten. Ich meine, letztes Mal haben wir gerade mal 2 Minuten so gebraucht von 5. Das wird kein Problem, denke ich. Rauf da! Hi. Na? Rauf da! Yeah! Hier ist ein Kamaup. Falsche Richtung! Na los, kämpft schon! Ja, ich glaube, größtenteils haben wir hier nur die Zeit brauchen, um die Pokémon zu suchen. Ja, jetzt sollte man vielleicht ein bisschen besser aimen. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich kann hier meinen Corailor nicht rausholen, aus irgendeinem Grund. Ist aber kein Problem, auch ohne ihn schaffen wir es rechtzeitig. Super schnell. Kurtel und Fukano sind hier auch noch mit dabei von der Partie. Yeah. Alle down. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte. Mit nicht mal einer Minute, also. Ich glaube, das zeigt, dass man 10 Minuten hier definitiv nicht braucht. Das ist wirklich nur eine Zeitverschwendung, die 10 Minuten. Also, keine Ahnung, aber sehe ich halt so. Wenn jetzt alle anvisiert hier? Ja, okay, gut. Hier sind noch ganz viele von euch. Gut. Nicht schlecht. Yeah. Boah, immer die gleichen Pokémon. Ich dachte, es gibt vielleicht ein bisschen mehr Variation. Vielleicht ein neues Feuer-Pokémon oder so. Haben wir überhaupt schon ein einziges neues Feuer-Pokémon gesehen? Außerhalb den Starter? Ich glaube nicht. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und hier sind unsere letzten Opfer. Das hätten wir auf 3 Minuten setzen können. Das wäre sogar schon passend gewesen. 10 Minuten, hä? Naja, egal. Unser Schutz war jetzt durchbrochen. Der Boss muss in den Plan treten. Das nächste Mobil. Oh nein. Ich habe mich nicht erholt von letztem Mal. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, um ehrlich zu sein. Irsa, Boss von Team Stars Feuermitgliedern. Du bist also die Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich an den Dreck. Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mir gibt's dazu nichts zu sagen. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen, ja? Okay, dann zeig es mir doch. Tanzolo. Sitzt richtig ab. Gegen Irsa. Der Schrei, den man nicht gehört hat. Wie viele Pummel hat sie? Ich werde dein Feuer ausdampfen. Wie viele Pummel hat sie? 2. Okay, so das Kurte und das Auto. Ich habe ein bisschen Angst vor das Auto. Letztes Mal ging es sehr übel aus. Und da ich nicht geheilt habe. Der nächste Angriff wird deine Wegesträume zur Asche verkohlen lassen. Da ich keine Heiltränke geholt habe, wird das ja, wird das problematisch auf jeden Fall. Das war 0, nix? Und warum hast du so viel Damage? Das war vor allem die Rippe, die von der gemütigt wurden. Ich meine, okay, sie ist ein paar Level drüber, aber so viel auch nicht. Anscheinend ist das doch zu viel. Wow. Oder ich habe einfach meinen Normie-Finn überhaupt nicht gelevelt. Also habe ich auch nicht, aber so überhaupt nicht. Okay, dann versucht Super es halt. Der hat letztes Mal auch super hinbekommen. Verdammt, ey, verdammt. Das sieht echt nicht gut aus, ne? Muss ich wirklich noch leveln?
Hä, hatte ich immer eine Wasserattacke mit ihm? Missinput, Missinput. Ja, genau, genau, Missinput. Oh Gott. Oh Gott, wenn das Ding schon so hochgelevelt ist, habe ich ein bisschen Angst, nicht, dass der Motor Level 30 oder so ist. Oh nein. Das würde ich nicht aushalten, glaube ich. Ich probiere es trotzdem mal aus. Mit meiner Aquaknarre gegen ihn. Das macht schon mehr Damage ohne Grund. Okay, vielleicht weil ich höher gelevelt bin mit Belly Bolt, das kann sein. Aber damn, macht er wie Damage. Ich habe nicht eingekauft. Ich habe wirklich kein Item eingekauft. Ich habe keinen Laden gefunden. Weil ich war auch blind. Das kann sein, aber. Ah, ich habe nichts gefunden. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert, wenn ich. Oh, natürlich brenne ich. Oh Gott. Ich will irgendwie nicht wissen, was passiert, wenn ich den Kampf nicht schaffe. Wahrscheinlich muss ich dann das ganze Gebiet hier neu machen, oder? Ich meine, so schlimm wäre es jetzt auch wieder nicht, aber es wäre nervig. So, jetzt macht das Kotel schnell down. Ich kann das nicht mehr sehen. Ja, ich brenne, bla bla, bliblablub. Komm bitte, Crit. Crit! Okay. Yes, war sogar ein Crit. Wunderbar! Ja, besser mich noch nicht zu früh freuen. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Knattertox! Pah, mein Feuer brennt immer noch. Lichterloh. Das Schädier Starmobil. Ich heile mich erstmal und guck, wie viel Damage er überhaupt macht. Aber Wasser ist sehr effektiv gegen das da gegen Knattertox. Weiß nicht, ob es verschiedene Typen gibt von den Dingen. Wenn das K sieht auch anders aus. Das letzte, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist aber eine geile Blume. Es ist sehr blöd, dass ich jetzt am Brennen bin. Eieiei. Ich gucke erstmal, wie viel Damage Aquaknarre hat, bevor ich mich da heile. Hitze Turbo. Warum hat das so viel Damage? Soll ich einfach meine Elektroattacke einsetzen? Ich meine, jetzt so wie ich so gebufft wurde, müsste das ja übelst viel Damage machen, ne? Oh Gott, ich glaube, hier spule ich wieder vor. Nein! Vielleicht kriegt das doch Takokro hin. Weil er resistet ja die Feuerattacken. Relativ. Und macht noch okayen Damage. Vielleicht ist der Kampf doch noch nicht aufgegeben. Moment. Hab ich nicht irgendwas anderes, was... Hier, Limonade ist sehr gut. Eine Dose Limonade, hier. Mitten im Kampf. So. Das ist sogar noch möglich. Vor allem, wenn ich ein, zweimal critte, auf jeden Fall. Einmal critte auf jeden Fall. Oh! So viel Damage auf einmal. Oh, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Vor allem habe ich keine Heil-Items. Muss man Übertrank verschwenden, egal.
kaufe einfach später neue, wenn ich kann. Mir ist es jetzt wichtiger, noch zu versuchen, diesen Kampf zu gewinnen, weil ich kann mir gut vorstellen. Boah, warum crittest du jetzt? Das ist nicht dein Ernst! Ich muss es auch critten, das ist nur fair, wenn ich jetzt auch critte. Komm. Crit, please! Nein. Hab ich noch irgendwas? Komm, ich verschwende meinen Top-Trank, damit ich es zumindest schaffe. Top-Trank ist eigentlich für Endgame. Ja, wir sind ja relativ am Anfang, beziehungsweise eher in der Mitte des Spiels. So ein Zwischending. Okay, aber jetzt haben wir es zumindest. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch möglich wäre, den Kampf zu schaffen. Guck, wie es schon so dampft. So fast kaputt ist. Ja, jetzt geht es kaputt. Zum Glück treffe ich. Und yes! Oh, das hat viel zu lange gedauert. Viel zu lang. Yeah! Uff, ich hab echt versagt. Das war's dann wohl. Tja. Ein Jahr und ein paar Monate zuvor. Uff, was hätte ich versagt? Das war echt eine knappe Kiste, aber ich hab's rechtzeitig geschafft. Willkommen zurück, Irsita. Ich hab dafür gesorgt, dass sich einige der Knaben entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein und das Starmobil kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, nur Blaotis. Ah, hinter dir, deiner großen Klappe stecken also doch nur leere Worte. Ach, halt den Rand! Ist das deine Art, Danke zu sagen? Niemand braucht deine überflüssigen Kommentare, du Nervensäge! Wow, Irsa, das sagt genau die Richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis. Die Mädchen an der Akademie haben Irsa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Irsa ist mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führt wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug, Ryoba! Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herum zu posaunen? Jetzt chill mal wieder, Leute. Es gibt Wichtigeres zu tun, als uns hier zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star, endlich! Sag, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Schmopper zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig darauf. Daraus wurde nie was. Ich brannte so sehr auf diesen Kampf. Doch jetzt ist meine Flamme erloschen und kriegt noch einen Krampf. Das ist wohl das Ende. Dein Normifin hat sich echt reingehängt. Respekt. Du hast mich geschlagen. Hier, mein Teamorden, und sei gefälligst stolz. Ah, es kriegt den Krampf. Ah. Die Straße der Sterne, 2 von 5. Oh, und diese Term kannst du meinetwegen auch haben, warum nicht? Ich gebe jetzt sowieso auf bei Team Star. Aber lass mich eins klarstellen: Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Normifin, Backer. Krasse Schuhe hat die da. Und jetzt verschwinde, du hast nicht erreicht, wofür du hergekommen bist. Hey, du bist Irsa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das ich gerne sehen würde. Wer bist du denn? Ein Knabbern? Nein, du bist... Baban! Knallos! Was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Bon! Knallos! Das scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Akademie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe, weiß ich irgendwie genau, was er denkt. Ich frage mich, was in Knallos vorging, als es sich auf den Weg hierher gemacht hat. Baban! Baban! Knallos. Mir scheint, als wolle Knallos, dass du zurückkommst. Pff, halt einfach deinen Mund! Stimmt es, dass Team Star in seinen Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gericht macht jetzt also die Runde? Dann wird deine Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch! Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du rumgefahren bist? Das war das Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit in einen großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz kam es erst vorhin im Kampf gegen euch zum ersten Mal. Ihr habt es also zuvor noch nie verwendet? Und von was für einem großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal von Operation Star gehört? Operation Star, nicht Operation Stardust, ja? Nee, das ist mir kein Begriff.
Ich weiß also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Okay. Also die haben diese ganzen Autos gebracht für einen großen Plan, aber der Big Boss, der Anführer von Team Star, kam leider nie. Erinnert mich ein bisschen an einen anderen Boss als Pokémon. Ring, ring! Cassiopeia? Ja. Maike, Isa hat dir ihren Teamorden gegeben und damit ihren Boss-Status abgelegt, oder? Jo, ich bin jetzt Boss von 2 Mitgliedern, nice. Verstehe. Und ihren Boss ist die Shedir-Bande geliefert. Isa. Tut mir leid, ich war wieder in Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Brumm! Danke für das Money! Und ich kann mehr TMs machen. Müssen diese neuen TMs deine Pokémon noch stärker zu machen. Außerdem wird dir jemand vom Versorgungstrupp noch einige Materialien vorbeibringen. Wieder Cosima. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Dann ja! Was soll das? Hey, lass das! Das mag dich doch nur. Ich hab's gezähmt. Das ist ganz nett. Du kannst aber drauf reiten. Und dann schläft es. Bäh, jetzt klebt überall Sommer an mir. Meinem Ernst, das ist für ein Pokémon. Ein ganz besonderes. Besonders merkwürdig, was? Verstehe ich schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, bevor ich noch vergesse, hier deine Belohnung. Dein Name ist Maike, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Sie sind stark. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann haben sie sich dann zusammengetan, um Team Star zu gründen. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, auch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Das weiß ich aber nur, weil ich ihr Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe. Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der die 5 Bosse versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Meine Kehle ist schon ganz trocken. Ja, same. Also, es gibt noch ein paar Stöcke übrig. Viel Erfolg. Ja, die machen wir aber ein anderen Mal. Oh yeah. Denn als nächstes... Müssen wir mal gucken, wo ich bin. Genau, hier ist die... Elektroarena gewesen und hier vorne, habe ich gesehen, gibt es noch einen Stahlherrscherorden. Das hört sich an, als könnte ich da schön mein Feuer-Pokémon benutzen. Stimmt, ich muss noch heilen, oder? Muss ich heilen? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal. Ist besser, wenn ich mich kurz heile. Und ja, ich muss mich heilen. Meine Pokémon sind alle total angeschlagen. So, wir gucken uns mal die Route ein bisschen an. Vielleicht kämpfen wir auch gegen ein paar Trainer. Und vielleicht kriegen wir da ein neues Gewürz, ein neues Sandwich, eine neue Fähigkeit. Versuchen wir es mal. Auf den Boden geschmissen. Wo muss ich denn lang? Wir drehen uns mal ein bisschen. Ich weiß, viele mögen das nicht, dass man sich hier drehen kann, aber es hat schon seine Vorteile, finde ich. Naja, es wurde aber aufgeladen. I know. So, wir gehen einfach den Weg entlang, so zack, bis wir beim Fragezeichen angekommen sind. Hier rechts gibt's auch noch was. Was gibt's denn da rechts? Oder komme ich da nicht hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber doch, hier ist noch was. Warte. Wie komme ich denn da hin? Von hier. Ja, von hier. Gibt es noch einen Bonusort? Den schaue ich mir mal ganz schnell an, ganz fix. Ach, hier ist ein Leuchtturm. Okay. Mit einem Driftlon. Und Slimer. Ach, wie süß das Slimer hier aussieht. Ey, ich wollte nicht in den Kampf. Aber ja, hier ist ein... Hier ist eine neue Kampfmusik. Weiß noch nicht seit wann, aber das merke ich erst jetzt. Gehen wir mal in den Leuchtturm rein. Kletter. Bis wir ganz oben sind. Hier gibt es ein paar Pokémon, hier gibt es ein paar Wanderer.
Wer hätte gedacht, dass sich direkt hinter einer so modernen Stadt die weite Natur entfaltet? Das lässt das Herz einer Wanderin wie mir sofort höher schlagen. Boah, krass, also... Moment. Ja, was ist denn der Knopf dafür? Wahrscheinlich unten, oder? Ja, unten. Ich meine, also, in ganz Pokémon habe ich noch nie eine, da sieht man, sie hat so eine kräftige Dame gesehen. Hier sieht man es ganz gut. Also, sie hat schon, sie ist schon sehr kräftig. Cool. Und den Weg hier habe ich einen Rotom gesehen. Das ist ein wildes, das nicht in ein Smartphone drin steckt. Ein wildes Rotom gibt's hier? Cool, Eissturm. Das ist eine gute Idee. Das ist definitiv ganz gut. Ja, auf dem Leuchtturm ist es schon ruhig. Manchmal haben ja auch Pokémon namens Voltrelast, um ihren Flügel eine Pause zu gönnen. Ja, da haben wir schon eins von gefangen. Tatsächlich. Mutter mit den Kindern. Okay, bei mir scheint ihr nicht zu sein. Na gut, dann gehe ich wieder back on track. Oh! Da ist ja schon gleich... Oh, hier ist ein Schuppel. Und hier ist ein Rotom. Die Leute, die das immer noch denken, nein, Rotom ist kein Legi. Ist doch kein Mythical oder sonst was. Es ist einfach nur ein Rotom. Vielleicht war das mal in Gen 4 geplant, ein Legi zu sein. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Aber es ist definitiv kein Legi. Auch wenn es damals in Gen 4 das Legi-Theme hatte, als man es bekämpft hat. I know. Ich dachte auch damals, es wäre ein Legi. Vielleicht war es in Gen 4 noch ein Legi. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist kein Legi. Und... Ja, wenn man Bock hat, kann man sie fangen. Ich weiß aber noch nicht, wann man die ganzen Gegenstände für Rotom bekommt. Weil ihr wisst ja, Rotom kann sich an Gegenstände verstecken und dann kriegt es einen neuen Typen. Ich weiß aber nicht, wann man diese Gegenstände hier findet. Oh, oh, perfekt. Also war vielleicht nicht so klug, vielleicht brauche ich den noch. Na egal. Ein Rotom zu haben ist not bad. So. Genau oben ab. So ein Wüstenball. Warte, was? Du bist ein Pokémon? Was? Viherba, das ist ein Pokémon? Das ist einfach nur so ein Wüstenball, wie auch immer die heißen, aber. Diese Kerne sollen Augen sein? Ist das ein Geist-Pokémon vielleicht? Geist-Pflanze? Könnte ich mir vorstellen. Okay, interessant, I guess. Ich finde die Idee lustig, aber das. Aussehen ist ein bisschen langweilig. Aber interessant. Da will ich auf jeden Fall mal den Pokédex-Eintrag lesen. Deshalb komm in den Ball, bitte. Ich habe nämlich keine Bälle mehr. Ich weiß, ich bin immer noch so dumm. Ich weiß immer noch nicht, wo ich kaufen kann. Ich sollte vielleicht mal demnächst, nächste Folge oder so zur Akademie zurückkehren. In die Stadt dort. Bis Alola City, wie die hieß. Da gibt es auf jeden Fall Läden mit. Pokéball im Sortiment. Ja, Pflanzengeist, dachte ich mir schon. Viherba entstehen, wenn Seelen, die keinen Frieden finden, vom Wind fortgeweht werden und sich in verdorrtem Gras verheddern. Oh. So eine Seele geht einfach in so totes Gras und dann boom. Viherba. Cool. Hat das eine Weiterentwicklung oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal ins Team, weil ich finde es interessant. Ich werde es wahrscheinlich nicht behalten, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Pokémon. Definitiv. Hier ist der nächste Trainer. Ich verteile gerade Niederlagen zum halben Preis. Hast du Interesse? Ich verkaufe sogar eine Niederlage umsonst. Ja, jetzt habe ich die mal zerstört. Ich verkaufe Niederlagen hier umsonst. Die Niederlage wirst du haben. Du wirst gegen mich verlieren. Verstanden? Bam! Genau, manche Pokémon können sich auch noch ein drittes Mal, also was heißt ein drittes Mal, zu einer dritten Form entwickeln. Wie auch unser Starter. Alle Starter können sich immer zu einer dritten Form entwickeln. Und wir kommen dem näher. Es wird natürlich noch ein paar Folgen dauern, aber ich denke gegen dieses Stallriesen-Pokémon, was wir gleich, oder nächste Folge, ich weiß noch nicht, antreten werden. Da werden wir auf jeden Fall schön viel XP für mitnehmen. Um diesem Ziel näher zu kommen. Ansonsten. Nur die wenigsten Pokémon haben eigentlich eine dritte Form. Die meisten haben nur eine Weiterentwicklung, das war's. Kopfnuss. Ah.
Kannst du machen, wenn du willst, I guess. Ich habe ja sowieso meinen Delfin. Schlägt da, brauche ich nicht unbedingt behalten. Ich möchte es nur noch drin lassen wegen der Weiterentwicklung. Die möchte ich euch gerne noch zeigen, wenn es geht. Hier haben wir die weibliche Form von Lechonk. Weiterentwicklung. Die sieht man sich auch nochmal ganz gut. War echt groß. Ja, da werde ich gerade schläfrig, deshalb werden Crit jetzt echt angemessen. Ich bin doch schon jetzt am Schlafen. Ja. Leider eingepennt. Soll mir jetzt zu lang, deshalb wechsle ich einfach mal raus. Ja, keine Ahnung. Normifin, I guess. Der braucht ja Entwicklung, die XP auf jeden Fall sehr. Für die Entwicklung, da müsste ich auch mal nachschauen, wann es sich entwickelt, aber ja. I'm looking forward, dass es sich entwickelt. So, Wasserdüse! Wie so ein Torpedo. Zack. Crit sogar. Und es ist down. Der Trainer ist kaputt. Geschichte aus, vorbei. Und ich gehe eben heilen. Das kam mich teuer zu stehen. Was? Laberst du? Östliche Zone 3. Das kennen wir schon aus den letzten Gen. Kein neues Pokémon. Gibt es aber sehr viel von diesen Wüstengräsern. Die ist noch ein Dick da. Wo müssen wir eigentlich lang? Wir müssen hier rumherum. Genau. Hier gibt es auch noch ein großes Areal, aber... Wollte bald. Okay, ich weiß aber nicht, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Sieht aus wie eine Baustelle hier, das ganze Gebiet. Ich will einfach drüber springen. Gut, super. Boing. Oh Gott, hier ist wirklich eine riesige Baustelle. Na gut. Wirklich interessieren tut es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier ist ein Dicktri. Ja, das ist die normale Weiterentwicklung von Dick da, aber ein Schlick, da müssen wir noch gucken, wie es sich entwickelt. Ob da drei Würmer sind oder was ganz anderes. Ein Feuerstein war da gerade einfach. Ich habe einen Feuerstein. Cool. Okay, ich gehe jetzt erstmal weiter, weil das Ding ist, dass ich es erkunden von diesen ganzen Gebieten finde ich nicht so interessant. Vor allem, wenn es da nichts gibt, sondern nur Pokémon. Wahrscheinlich auch gar keine neuen Pokémon. So, wenn es da keine neuen Pokémon zu erkunden gibt, dann finde ich es etwas boring. Vielleicht zeige ich das ein andermal. Ich werde wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Trainer zeigen. Bring, bring. Nur, dass du Bescheid wirst. Nur die, die ich halt auf dem Weg finde. Hey, Maike, irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verfolgenden Stalls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wie ihn das versteckt. Vielleicht ist er so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Eine Jagd? Aber bitte nicht wie bei Galazapdos, oder? Ja, vielleicht hole ich ja die anderen Gebiete irgendwann mal nach, in einem Livestream oder so. Ja, das wäre doch mal was. Was meint ihr? Wäre eine Idee. Aber damit wir auf jeden Fall mal weiterkommen. Lol! Schaut mal hier! Die Vorentwicklung von dem Team Stars Auto. Knattox! Das ist einfach ein Motor. Habe ich ja gesagt. Und ich find's lustig, dieses Pokémon mit der Weiterentwicklung wurde schon so oft in Promotion-Images und in Trailern gezeigt. Man hat offensichtlich gesehen, es hat Augen, es blinzelt, aber nie hat Game Freak gesagt, hey, das ist übrigens ein neues Pokémon. Das ist einfach so verschwiegen worden. Interessant, oder? Versuchen wir es mal zu fangen. Ich möchte nämlich unbedingt wissen, welchen Typen es hat. Ich dachte Stahlgift, aber vielleicht ist es ja Gestein, weil Wasser ist ja sehr effektiv. Beispiel natürlich wieder, ne? Wie immer. Da bin ich jetzt total gespannt. Welchen Typen hat es? Doch, Stahlgift! Es soll entstanden sein, als ein unbekanntes Gift-Pokémon von einem Motor Besitz ergriff, der in einer Schrottfabrik zurückgelassen wurde. Was? Als unbekanntes Gift-Pokémon? Also ein Gift-Pokémon hat dieses Motor eingenommen. Nur wir wissen halt nicht, welches Gift-Pokémon. Aber irgendeins. Okay. Aber ja, Stahlgift, wie ich dachte.
Und nicht Gestein. Hätte auch sein können, weil es so weiß ich, ein bisschen gesteinhaftig ist, halt, ne? I don't know. Hart wie Stahl. Ja, hier sind ganz viele Stahltrainer, wie es scheint. Kommt mir gelegen, da habe ich kein Problem mit. Ja, ich wollte dir zeigen, wie widerständig Stahl-Pokémon, widerstandsfähig Stahl-Pokémon sein können. Ich glaube, da hinten auf dem Turm ist vielleicht der Gegner. Ich weiß nicht, wo das sein könnte. Ja, das Ding haben wir gerade gefangen. Hat einen lustigen Mund. Äschern wir es ein. Boah, ich will unbedingt neue Feuerattacken lernen. Ja, komm, ich will ja TMs herstellen, Leutrial dafür farmen, aber... Kein Bock, ey, kein Bock. Kann das einfach schon die Schwachstelle von Stahl-Pokémon? But of course. Ich kenne jede Schwachstelle von jedem Pokémon. Hier ist ein Lavita irgendwo. Okay, interessant. Hier ist eine Schlingeli-Schlange. Boah, okay, der Motor ist echt schnell. Bitte sag mir nicht, das Ding wird das riesige Gegner für mich sein. Bitte, bitte nicht. Das könnte sonst noch zu chaotisch werden. Ist auch noch so ein großes Gebiet. Naja. Da war irgendwo ein Trainer. Bin ich an dem vorbeigerannt? Ja, bin ich. Hallo Trainer! Es war total riesig, gigantisch, aber was es genau war, weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, hm? Der Blick. Oh. It's a tree! Ein Schneebedeck. Und es fängt an zu schneien. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass man hier einen Feuer-Pokémon haben soll. Sollte man eigentlich schon von Anfang an des Spiels, meiner Meinung nach, wegen den ersten beiden Arenen, aber jetzt ist es auf jeden Fall offensichtlich. Yeah! Baum. Ja, die Bomben sind aber auch richtig krass. Okay, sie weiß also auch nicht, welches riesige Pokémon uns erwartet. Das werden wir auch erst in der nächsten Folge herausfinden.